Er lernte alles im Mutterleib. Du hast 14 große Möglichkeiten in dir. Er befahl seinen Soldaten, wenn auch nur ein Tropfen aus diesem Gefäß austritt, schlagt ihm den Kopf ab. Ein Tage, zwei Tage, drei Tage, vier Tage stand er dort. Es gab einmal einen Weisen, einen tiefgründigen Weisen. Sein Name war Sukha. Er war der Sohn von Vedavyasa. Sukha hat alles gelernt, was er lernen kann, alle Schriften und das Wissen und die Traditionen und alles, als er im Mutterleib war. Er hat alles im Mutterleib gelernt. Als er herauskam, kam er als ein Weiser im Kindesalter. Er war also ein Bala Brahmachari. Niemand hat ihn initiiert, aber er ist so. Eines Tages dachte Sukha, er müsse nach Vaikuntha gehen und Vishnu treffen. Also ging er dorthin. Die Wachen hielten ihn auf und sie sagten, was? Er sagte, ich bin Sukha, Sohn von Vedavyasa. Ich möchte Vishnu sehen. Sie sahen ihn an und sagten, wir sehen, dass du vollgestopft bist mit Wissen. Wir können die Vedas in deinem Körper sehen, Upanishaden in deinem Körper, jede andere Schrift in deinem Körper, aber du hast keinen Guru. Du hast hier keinen Zutritt. Geh einfach zurück. Sukha war verwirrt, denn er hatte nie darüber nachgedacht, was ein Guru ist, weil alles, was jemand hätte wissen wollen, war bereits mit ihm, als er geboren wurde. So kam er zurück zu seinem Vater und er sagte, Vater, Sie wollten mich nicht einlassen nach Vaikuntha. Sie sagten, ich brauche einen Guru. Was ist das? Ich will das. Sie sagen, mein Wissen ist nicht gut genug. Dann sagte Vedavyasa, schau, es gibt nur eine Person, die dein Guru sein kann. Das ist König Janaka. Sukha sagte, gut, ich werde dorthin gehen. Und dann ging er. Er ging dorthin und sah die Tore des Palastes. Er betrachtete den Palast, ein sehr aufwendiges, luxuriöses Gebäude mit viel Ästhetik. Er sagte, dies ist kein Ort, wo mein Guru leben kann. Das sieht zu luxuriös aus und ist nicht richtig für einen spirituellen Menschen. Also kehrte er um. Ging erneut, fragte wieder seinen Vater. Sein Vater sagte, Janaka ist der einzige Guru für dich. Wieder ging er hin. Wieder sah er, der König entspannte sich im Garten mit seiner Königin. Er sagte, oh, das ist nicht der Mann, und er ging zurück. So verliefen diese Auf- und Abreisen 12 Mal. Dann beim 13. Mal sagte Vedavyasa, schau, du hast 14 große Möglichkeiten in dir. 12 hast du bei diesen 12 Reisen verschwendet. Es gibt nur noch 2 weitere. Es liegt an dir. Also ging Sukha zu den Toren des Palastes. Er mochte die Opulenz des Palastes nicht, die Art und Weise, wie die Menschen gekleidet waren, in Seide. Das gefiel ihm nicht. Er sagte, dies ist kein spiritueller Ort. Aber weil sein Vater ihn gewarnt hatte, es sind nur noch 2 übrig, wenn du das verlierst, hast du alles verloren. Deshalb ging er hinein. Und so sagte er, ich möchte den König sehen. Das Erste, was er erwartete, war, dass er, Sukha, der Sohn von Vedavyasa, wenn er kommt, der König kommen wird und ihn empfängt. Niemand kam. Dann kam er und verlangte, ich möchte den König treffen. Darauf erkundigte sich Janaka, wo steht er? Sie erwähnten wo. Er stand an einem Ort, wo normalerweise alle Abfälle aus dem Palast geworfen werden und dann in eine Grube fallen. Er stand an dieser Stelle. König Janaka sagte, sagt ihm, er soll genau dort stehen. Er stand dort. Als der Abend kam, der Müll des Tages, sie fingen an, ihn hinauszuwerfen. Er stand also dort. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, 4 Tage stand er da. Ein Haufen Müll bedeckte ihn, aber er stand einfach nur da. Dann fragte König Janaka, was ist los?
Sie sagten, er steht genau dort. Er sagte, bitte ihn, sich zu waschen, gib ihm frische Kleidung und bring ihn hierher. Das wurde getan und dann kam er vor Janaka. Janaka sagte, siehst du, zu Ehren deiner Ankunft habe ich eine ganze Reihe von Feiern und Festlichkeiten organisiert, viele Dinge, die hier überall vor sich gehen. Geh und vergnüge dich, aber trage nur dieses Gefäß mit dir. Das Gefäß war bis zum Rand mit Milch gefüllt. Er sagte, trag dieses Gefäß mit dir und das, was wir zu deinen Ehren organisiert haben, bitte genieße die Festlichkeiten und komm zurück. Und so trug Suka dieses Gefäß und ging. Es ist zu voll. Er sagte zu seinen Soldaten, wenn ein Tropfen aus diesem Gefäß herausläuft, schlagt ihm den Kopf ab. Also wenn dein Kopf auf dem Spiel steht, du weißt schon, dann gehst du vorsichtig, sehr vorsichtig, ohne einen Tropfen zu verschütten, ging er durch alle Festlichkeiten und kam zurück. Und hast du die Festlichkeiten genossen, fragte Janaka. Er sagte, was für Festlichkeiten? Ich habe nur auf die Milch geachtet. Und so sagte Janaka, ich möchte, dass du weißt, so bin ich. Nur um zu sehen, dass die Milch nicht verschüttet wird, brauchtest du so viel Aufmerksamkeit. Um meine Verbindung mit dem Göttlichen aufrechtzuerhalten, braucht es viel mehr Aufmerksamkeit. Aber trotzdem schau mich an. Ich bin immer noch involviert mit allem um mich herum. Du bist immer noch an einem Ort. Wenn du dich auf eine Sache fokussierst, wird dir die andere Sache nicht widerfahren. Deshalb musst du arbeiten. Und er nahm ihn als einen Schüler. Ein Mann, der von allen als gefeierter, geborener Weiser galt, als Weiser geboren, aber er brauchte das. Denn eine Sache ist, sich zurückzuziehen, sich mit dem tiefsten Kern dessen zu verbinden, was wir sind, gleichzeitig fähig zu sein, aktiv zu sein. Mein ganzes Werk handelt davon. Meine Arbeit ist keine Lehre, keine Philosophie, keine Ideologie. Es stammt nicht aus einer Schrift. Dies sind einfache Technologien, um dir Werkzeuge zu geben, mit denen du, wenn du hier sitzt, dein Körper ist hier, dein psychologischer Raum arbeitet woanders, was du bist, ist ein bisschen entfernt von dem. Sobald du ein wenig Abstand hast zwischen dir und deinem Körper, ist das körperliche Leiden vorbei. Sobald ein wenig Abstand ist zwischen dir und deinem psychologischen Prozess, ist das mentale Leiden vorbei. Du kannst alles genießen, du kannst in alles involviert sein, aber niemals in alles verstrickt.